aus, Baby. Bleib doch sitzen. Es gibt eine neue Redux für Need for Speed Carbon. Und die schauen wir uns heute mal an. Ja, die Redux sind im Grunde nichts anderes als Grafiküberholungen, ne? Quasi verbesserte Grafik, mehr Autos, mehr Tuning und so weiter. Ich steck da drin. Und da gucken wir mal rein. Ich sage euch aber später, wie er da dran kommt. Wir sehen jetzt hier zum Beispiel den M3 GTR. Da kannst du natürlich wieder alles machen. Ne? Von Frontschürze, Heckschürze, Seitenschweller, Motorhauben, wirklich alles, was man so gewohnt ist, aber noch viel mehr. Ich habe das hier mal so grob zusammengeschnitten und du kannst hier wirklich allen Scheiß machen, genauso wie Autoskull, wo du alles einzeln einstellst. Ihr seht hier sogar Türverkleidung innen und so weiter. Also wirklich so viel und hier Innenraum, also es ist... Also wenn du da dran denkst, was heute geht und was jetzt hier ein Modder wieder hinkrallt, knallt, das ist einfach ziemlich heftig. Ja, du kannst an dem M3 jetzt einiges machen. Es gibt aber ganz viele Funktionen, die jetzt nicht funktionieren, aber das liegt halt an dem BMW. Das geht dann halt bei anderen Autos. Ne? Also es gibt halt Autos, da geht noch viel mehr. Da kannst du auch noch Front- und Rückleuchten verändern und. Die haben alle tausende verschiedene Sachen. Also das wird seit Jahren immer mehr und mehr. Und boah, es ist Wahnsinn mittlerweile, was da teilweise an den Autos möglich ist. Sogar einen anderen Motor kannst du theoretisch hier einbauen, obwohl du den sonst nie zu Gesicht bekommen wirst. Aber einfach, dass es geht, ist schon krass. Genauso wie die Nieren hier. Die sind also wirklich... Dinge, die du in einem modernen Need for Speed nicht machen könntest, und das war an der Redux schon immer ziemlich krass. Selbst Innenraum, Sitze, Lenkrad habt ihr gerade gesehen. Aber auch das typische, ne, Breitbausätze und so weiter sind natürlich auch noch da. Also tuningtechnisch einfach so viel mehr als in einem neuen Need for Speed. Natürlich, ne, ist klar, bei einem neuen Need for Speed, das hängt natürlich auch alles mit Lizenzen zusammen und dauert auch alles seine Zeit, das zu entwickeln für die modernen Spiele, ne? Weil im Grunde sind die Sachen ja auch nur von anderen Spielen kopiert, ne? Alles, was wir gesehen haben, haben sie aus anderen Spielen rausgenommen, seien es die Automodelle oder sonst was. Aber gut, so viel dazu. Ja, gameplay-technisch und so weiter hat sich jetzt nicht so viel getan. Die Maps sieht ein bisschen anders aus, jede Crew hat jetzt so ihre eigene Farbe und... Polizeitechnisch, ja, also ich glaube, da sollte was optimiert sein, geändert sein. Bei mir ist jetzt nicht viel aufgefallen, ehrlich gesagt. Die Polizei war relativ normal, vielleicht funktioniert da auch einfach irgendwas nicht. Ich habe ja zum Beispiel auch die Limit Adjuster Mod ausprobiert nochmal, ob ich irgendwie mehr Gegner einstellen kann oder mehr Polizei. Haben wir ja schon mal Videos zu gemacht, geht aber auch nicht. Da stürzt das Spiel dann ab oder so, keine Ahnung, wird vielleicht noch gefixt. Aber ihr seht hier schon, das Fahrverhalten haben die richtig geil gemacht, und zwar... Wenn du mit der Handbremse driften willst, dann driftest du auch, wirklich. Du drückst die Handbremse und kannst da so geile Drifts hinlegen. Da ändert sich kurz die Physik gefühlt. Und das fühlt sich echt geil an. Es ist natürlich was ganz anderes als bei einem Forza oder so. Und erst recht anders als bei so einem Unbound. Aber es macht Spaß. Und das ist ja die Hauptsache. Du ballerst da durch die Gegend, ziehst da deine Drifts und... Wow, es macht einfach riesen Spaß, fährt sich richtig geil. Und mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Auf jeden Fall sehr, sehr geil gemacht. Lohnt sich auf jeden Fall auch mal da reinzuschauen. Wie ihr das spielen könnt, verrate ich euch gleich noch. Dann wurden alle Cutscenes hochskaliert mit neueren Programmen natürlich. Nicht. Also nochmal verbessert, viel klarer, sieht besser aus. Kann sein, dass es hier ein bisschen an Qualität verloren hat, weil ich es natürlich einmal aufgenommen habe und dann nochmal gerendert habe. Ne? Und dann nochmal von YouTube wurde. Ihr wisst ja, wie das ist hier ein bisschen. Ne? Qualität geht immer flöten. Aber ich habe das Ganze genommen. Ich habe wirklich alle Cutscenes genommen, die hier überarbeitet wurden. Ich habe die quasi aus dem Spiel genommen, die VP6-Datei in MP4 so weit umgewandelt, dass ich sie arbeiten konnte und auf Deutsch übersetzt, auch allein um meine zukünftige Story über Darius zu machen und so weiter, ganz gut. Und ja, das werde ich dann irgendwann mal so als Mini-Movie hochladen, falls sich das überhaupt lohnt, weil ich meine, ihr kennt das ja, und ich habe es ja im Grunde nur übersetzt auf Deutsch, die Hochskalierung und so weiter, das haben halt die Leute hier gemacht, die die Mods machen. Hast du vielleicht gedacht, ich schenke dir die Kohle und rette dich vor diesem Loser? Soll ich zusehen, wie du in mein Territorium eindringst? Gier war schon immer dein Problem. Hör auf zu träumen, du hast noch viel zu lernen, kleiner Mann.
Und ja, was die Polizei angeht, wie gesagt, da muss ich nochmal gucken. Das hat bei mir alles nicht ganz so funktioniert. Ich habe gesagt, ja, im Livestream haben wir eigentlich die ganze Story durchgeballert und wir haben vielleicht einmal eine Verfolgungsjagd gehabt. Also die Cops sind uns fast nie in die Quere gekommen, was ein bisschen merkwürdig war. Und ja, Stress hatten wir nicht, aber die soll halt, wie gesagt, so überarbeitet sein, wie ich es schon mal gemacht habe. Zum Beispiel, dass bei Stufe 1 bereits Straßensperre kommen und so weiter und dass auf anderen Stufen mehrere Polizeiwagen da sind oder bleiben. So ganz komische Geschichten, aber das habe ich ja auch schon mal mit der Limit Adjuster Mod gemacht, da kann man ja sowas alles einstellen. Aber wie gesagt, wenn ich da selber noch was einstelle, funktioniert da nichts mehr in dem Spiel. Da muss der Mod-Ersteller vielleicht mal gucken. Oder sollte vielleicht hinzufügen als Info, yo, das wird so nicht funktionieren, weil das Spiel mit irgendwelchen Skripts arbeitet, die dann darauf angewiesen sind, dass die Mod so eingestellt ist, wie sie eingestellt war und bla bla bla. Aber naja, das ist Technikkram, das muss euch nicht interessieren. Ich denke mal, ich werde einfach ein extra Video zu machen, wo wir uns die Polizei dann nochmal genauer angucken hier. Und ja, ich habe da nämlich noch eine andere Mod in petto für Need for Speed, die auch richtig heftig ist. Da werdet ihr Augen machen, wenn ihr das noch nicht kennt. Ja, ihr wollt das vielleicht spielen hier. Ding Nummer 1 ist natürlich, ihr braucht mehr als eine Kartoffel, was sich PC nennt. Zweites Teil ist, am besten ihr habt eine Kopie irgendwann mal von Carbon gekauft. Ne? Das ist einfach so eine Moralsache, weil ihr wisst ja, wie das sonst ist im Internet mit Spielen, die man sich irgendwo runterlädt. Um jetzt an die Mod ranzukommen, um das Ganze zu spielen, schaut ihr am besten einfach in den Discord von mir rein. Da gibt es die Kategorie Need for Speed mit der Unterkategorie NFS Mods und da ist ein Video drin verlinkt. Da müsst ihr einfach draufklicken, da steht in der Beschreibung dann auch direkt, wo ihr das bekommt, wie ihr das bekommt und was da überhaupt so drin ist und ne, bla bla bla. Oder ihr klickt einfach auf den Link in der Videobeschreibung hier. Das ist der Kanal von dem Mod-Ersteller. Sucht euch das Video da raus zur Redux und ja, guckt da in die Beschreibung. Ja, mehr sag ich dazu persönlich nicht. Das war's dann auch erstmal von meiner Seite mit der Mod. Wie gesagt, viel zu zeigen gibt's ja nichts. Wir haben ja schon mal ein Video gemacht und ja, es hat sich halt ein bisschen verbessert, ne, grafisch hier und da, ne, mehr Tuning und so weiter. Aber im Kern ist es halt immer noch eine Redux, die wir jetzt schon seit einigen Jahren kennen. Und ja, hier war auch ganz dezent das Intro verbuggt von der Challenge-Serie. Keine Ahnung, was da los ist. Aber ja, Fehler können immer auftauchen bei solchen Sachen. Auf jeden Fall, wenn ihr es ausprobiert, viel Spaß dabei. Demnächst kommt nochmal ein Video zu einer anderen Mod, die auch ziemlich heftig ist. Das ist auf jeden Fall, die ist nochmal eine ganz Nummer heftiger als die Redux-Mod. Meiner Meinung nach zumindest, was so die Optik und alles angeht, ist das echt krass gemacht. Aber wartet mal ab. Die Polizei schauen uns ja hier in der Redux auch nochmal an. Und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Schaut auch gerne auf Twitch vorbei. Da spielen wir alles Mögliche. Donnerstags zum Beispiel, ne? Immer Forza Motorsport Meisterschaft, dann Forza Horizon Season einmal durch. Und dann spiele ich meistens noch Need for Speed. Sei es jetzt Heat oder Unbound oder Underground oder Carbon. So wanted, what immer, worauf wir gerade Bock haben. Ja, lasst gerne Follow oder auch Shard, geht mal rein. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Viel Spaß mit der Mod, wenn ihr sie ausprobiert. Lasst gerne ein Like da, abonnieren nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.